Servus Leute, Silvester, früher Nachmittag, 12.30 Uhr ungefähr. Wieder eine fette Böllermischung mit P1 Colorbang, Dumbum Petara, Thunder Airbombs, Dumbum Rotate, Speedrunner, Funke, C-Böller, D-Böller von Katan, Luftheuler, Blauer Bärber, Kanonenschläge, Thunder Cube, Nico Superböller 1, Supercracker, Schweizer Kracher, Piranhas und Big Bang Magnum 2. Ordentliche Mischung, wir zünden uns da jetzt genüsslich durch. Starten hier mal mit dem Kleinzeug. Das machen wir jetzt mal, let's go. Weil sie weg müssen, wir starten klein, Piranhas, wir machen hier ein paar Stück und dann würde ich sagen, machen wir die restlichen Aufschlag, ich muss mir da noch was überlegen. Sehr niedlich. Ja. So, die restlichen machen wir auf Schlag. Und zwar nehmen wir uns hier einen Dumbum Rotate Spinner und zünden den einfach in der Piranha Schachtel. Das machen wir da vorne. Naja, so ganz. Alle sind da, glaube ich, nicht angegangen. Schauen wir mal, nochmal einen hinzu. Ah, das springt alles nach oben. Okay. So. Machen noch zwei Dumbum Rotates da vorne. Die sind in T1 eingestuft. Keine Ahnung warum. So Leute, machen wir als nächstes hier diese Supercracker vom BVD. 10 Stück haben wir da drin. Sind richtig tolle Teile. Boah, der war krass. Junge, Junge. Machen wir die noch dazu. Turboflitzer Mini Vulkan von Pyraustria. Ich halte den jetzt hier auf die Piranha. Und wir machen mit den Supercrackers direkt weiter. Gut. Den Vulkan machen wir noch, den Turboflitzer, den zweiten. Also die sind noch immer nicht alle angegangen. Die Piranhas. Also absoluter Müll, wir machen weiter mit den Supercracker. Alter. Das ist richtig krank. Alter. Absolut krank, die Teile. So, werden wir mal laut hier mit Dumbum Petada. Machen wir 3 Stück. Stark.
Schöner Blitz. Da rumpelt schon. So, Speedrunner. Haben wir noch drei, glaube ich. Die schmeiße ich davor direkt. Richtig geil. Nice. So, jetzt hier von denen auch ein paar einzeln und dann ein paar im Kreis. Nee. Also, wirklich schlecht. Ja, in Masse ist es okay. So, dann haben wir hier Heuler. Die sind mir zu laut, ich schmeiß die einfach davor. Machen wir drei von denen. Boah, die sind unkontrollierbar. Ich versuche mal einen hier dann nach vor starten zu lassen. Ja, spielen wir das nochmal. Der hat sich verabschiedet, der ist richtig weit geflogen. So, das waren die Heuler. Dann machen wir weiter. Schauen wir mal, was wir hier noch haben in der Mischung. Ich würde sagen, hier machen wir die mal. Big Bang Magnum 2, das sind Treibkopfknaller, sind recht schlecht. Ich mache da einfach mal drei von denen. Geht's los? Schwach, sehr, sehr schwach leider. Nee, die sind wirklich nicht gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal die Kubis. So, die restlichen drei Kubis. Thunder Cube. Ja, sind okay die Teile. Das war der heftigste. Ja, und da können wir ja gleich zum Vergleich hier noch diese Kanonenschläge machen. Die sind vom Sonderpreis Baumarkt für 2,99 sechs Stück. Komet Kanonenschläge. Schauen wir mal. Ja, war relativ hell. War besser. Ja, ganz okay. Dann haben wir die hier. Katan, Seeböller. Oh, da stoppt schon. Machen wir auch das ganze Päckchen.
Ja. Der war krass. Puh. Nicht schlecht. Sehr stark. So. Hier machen wir mal die Funke blauen Berber. Auf die bin ich schon sehr gespannt. Machen wir mal hier 4 Stück. Zwiebelt. Richtig geil. So Leute, ich habe hier noch einen roten Corsair gefunden in meinem Auto. Mal ein Berber. Da war der Berber lauter. Definitiv, Freunde. Richtig geile Teile. Absolut toll. So, dann, was haben wir noch? Ja, hier die Nico Superböller 1. Die sind auch aus dem Schinken. Die machen wir auch direkt. Uje. Aktuelle Ware, naja. Man kennt's, oder? Alles voll Tonerde. Sehr schlecht. Sehr schlecht, leider. Der vorletzte war okay, die anderen waren leider schwach, muss man so sagen. So, damit es mal richtig laut wird, 10er Color Bang. Sind im P1 eingestuft, 1,5 Gramm, also die haben es ordentlich drauf, vertraut mir, die sind top. Der war nochmal um eine Ecke heftiger. So, jetzt haben wir auch die letzten Böller eigentlich in der Mischung. Dann haben wir nur noch die Thunder Airbombs. Und zwar hier Funke, C-Böller. Sehr feine Teile auch. Unfassbar heftig. Boah, Alter. Unfassbarer Schnipselregen. Die machen sowas von Spaß. Die Teile. Absolut geil. Schaut euch diese Verarbeitung mal an hier. Unglaublich. Alter Schwede. Und den letzten. Sehr geil, die Teile. Richtig, richtig fein. Gut, Leute, jetzt haben wir hier noch Thunder Airbombs. Ich würde sagen, 2 Stück machen von denen mal. Die anderen mache ich dann später irgendwann im Dunkeln oder so. Also ich habe auch jetzt noch eine Schutzbrille auf.
Hat mir heute schon mal das Auge gerettet, glaube ich. Nämlich hat was getroffen. So, Fernsehbaum. Die Dinger sind so geil. Komm, machen wir noch einen. Gehen wir schräg übers Feld. Das schallert. Die machen Spaß, Freunde. Ja, und das war's auch schon mit diesem Vorfreudeteil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Böllern an Silvester Nachmittag. Jawohl, ich habe dagegen Feuer. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr solche Videos, für noch größere Videos. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Und ciao.